Na dann, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem ersten Spieltag der neuen Regionalliga Südwest-Saison 2024-25. Unser SGV Freiberg trennt sich 2:2 unentschieden in einem sicherlich lehrreichen Spiel für beide Seiten vom Aufsteiger vom ersten Göppinger SV. Ich begrüße die beiden Trainer Gianni Covelli und auch Roland Seitz. Und das erste Wort zum Spiel gilt wie immer dem Gästecoach. Ja, vielen Dank. Es war ein Spiel mit vielen Facetten. Wir wussten, dass Freiberg am Anfang sehr, sehr viel Betrieb machen wird. Wir wollten, wie gesagt, gut reinkommen. Wurden natürlich dann gleich mit der ersten Aktion erwischt, 0-1. Und das ist eigentlich schon ein Rucksack, den man dann als Aufsteiger hier bei einer Top-Mannschaft mittragen muss. Aber wir wussten, dass sowas passieren kann und haben eigentlich die Jungs gut darauf vorbereitet, dass sie ruhig geblieben sind und nicht Emotionen, zu viel mit Emotionen beladen, sondern einfach versucht haben, die Struktur beizubehalten. Das haben wir gemacht und haben uns so nach und nach in das Spiel reingekämpft. Die Anfangsphase sicherlich, die erste Hälfte der Halbzeit, die ersten Halbzeit gehörte klar Freiberg, mehr Ballbesitz, haben uns gut laufen lassen, haben wir gesagt, ein, zwei zusätzlich noch sehr, sehr gute Aktionen mit dem Lattenschuss, wo wir vielleicht auch das zweite kassieren können. Wir selber haben zwei, drei gute Umschaltmomente gehabt. War jetzt nicht in die ganz glasklare Chance mit dabei. Aber dann haben wir es natürlich geschafft, durch den Standard wieder zurückzukommen mit dem 1-1. Und ein paar Dinge in der Halbzeit nochmal besprochen. Dann sind wir auch viel mutiger geworden. Die Struktur war zu dem Zeitpunkt sehr, sehr gut. Und dann finde ich, haben wir eine sehr, sehr starke zweite Halbzeit gespielt. Wir haben Fußball gespielt. Wir haben tolle Momente des Ballgewinns gehabt. Haben hinten sehr, sehr wenig zugelassen, wo es richtig gefährlich worden ist. Und haben uns dann mit wenig Kontakten nach vorne durchgespielt. Sind zu Chancen gekommen, machen auch wunderschön das 2-1. Und da hat man dann, wie gesagt, mit der dritten Aktion, wo Mo Barudi dann vorbeischießt, da hätte man vielleicht den Sack zumachen können. Und dann muss man eben auch wechseln, weil wir halt noch nicht die Körner haben mit dem Schramme, mit David Trivunic im zentralen Bereich. Und dann hat man gemerkt, dann war Freiberg auf einmal wieder dominanter und wir konnten im Endeffekt die Wucht dann nicht mehr so weit vom Tor fernhalten. Und dann machen sie auch das Tor. Und am Strich, denke ich, war es ein gerechtes Ergebnis. Wir sind sehr, sehr froh und glücklich, dass wir hier bei einer Top-Mannschaft einen Punkt mitgenommen haben, was uns viel Selbstvertrauen für die nächsten Spiele geben wird. Ja, vielen Dank, Gianni Covelli. Und dann geben wir das Wort direkt weiter an Roland Seitz. Ja, gut. Ich sage mir mal, ein Auftaktmatch nicht zu verlieren, das ist immer sehr schön, weil mit einer Niederlage zu starten, das tut nicht gut. Das haben wir Gott sei Dank noch geschafft, aber unterm Strich denke ich, klar, sind wir natürlich nicht zufrieden. Wir wollten gewinnen und wollten einfach zu Hause weiter das fortsetzen, was wir in der Rückrunde getan haben. Ist uns nicht ganz gelungen, trotzdem war es eine sehr, sehr gute erste Halbzeit. Das ist auch nicht selbstverständlich. Wir haben auch wieder viele Neuzugänge gehabt, die heute das erste Mal am Platz waren. Junge Spieler, wie vor allem auch Görkem Kocar, der das Tor geschossen hat. Und deswegen war die erste Halbzeit sehr, sehr gut. Ob es jetzt die Unterbrechung war mit unserem Kapitän, keine Ahnung, ich kann es Ihnen nicht sagen, aber das Ergebnis in der ersten Halbzeit war halt nicht gut, weil wir einfach das nicht verdient hatten. So viele Momente zum 2-0 und mit einer Standard, die durch einen Flipper, durch einen Fünfer geht zum 1-1, hat ein bisschen wehgetan. Und dann, ja, das stimmt, dann haben wir einen Faden verloren. Göppingen hat es dann sehr, sehr gut gemacht und ich denke, da sind sie auch verdient in Führung gegangen. Und dann, ja, kannst du erstmal froh sein, dass du wieder zurückkommst. Das haben wir geschafft, 2-2. Und am Schluss, ja, haben wir dann schon gehofft, dass noch ein bisschen geht. Ich glaube, da waren wir so am Drücker, dass wir vielleicht das 3-2 noch wollten. Haben es nicht gepackt, aber ich finde trotzdem, dass es ein gutes Regionalligaspiel war, dass man trotzdem dann auch mal zufrieden sein muss mit so einem Punkt. Wir sind nochmal zurückgekommen und deswegen großes Lob an die Jungs. Wir werden auch brauchen, wie gesagt, viele Neuzugänge, junge Neuzugänge, viele sind spät gekommen. Wir werden auch brauchen, aber deswegen war es ganz wichtig, dass wir es nicht verloren haben. Dankeschön. Ja, dann würden wir die Runde öffnen für Fragen der Presse. Herr Eberle. Herr Seitz, Sie haben es angesprochen, die Unterbrechung mit dem Kapitän. Können Sie sagen, wie es ihm geht, was er denn hat? Lässt sich da schon eine erste Diagnose irgendwie sagen? Es ist auf jeden Fall.
Nee, passiert ist eigentlich nichts. Das ist Kreislauf. Also sein körperliches Befinden ist sehr schwach, was seine ganze Kraft betrifft. Es ist Kreislauf. Ihm geht es nach wie vor noch nicht gut. Ja, er ist zwar jetzt nicht mitgefahren, aber ihm geht es nach wie vor nicht gut. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich denke, so schnell wie möglich ein Blutbild machen, um zu wissen, wo es herkommt. Vielleicht steckt irgendein Virus drin, dass er dadurch dann jetzt durch die Belastung nach 30 Minuten die Probleme hatte. Aber wir hoffen natürlich schon, dass es so schnell wie möglich behoben wird und dass er wieder zurückkehrt. Wort zu Ihrem Ausgleichstorschützen, der hat, glaube ich, viermal, hat er mir gesagt, mittrainiert. Wie beurteilen Sie die Leistung, auch durchgespielt, war in der Startelf? Ja, zum einen ist ja Simon Klostermann leider noch verletzt und dadurch ist eine Alternative weggefallen für uns. Zum anderen hat Grobelnik den Vorteil gegenüber allen anderen Neuzugängen, er hat in Fulda die komplette Vorbereitung gemacht. Das heißt, das hat man heute gesehen, er ist fit, er kann marschieren und die anderen, die dann später kamen, wie Danat oder El Hebe, die sind ja erst kurz zu uns gestoßen mit keiner optimalen Fitness, sag ich mal, die brauchen noch ein paar Tage. Alle haben es aber gut gemacht und deswegen ist es bei Grobelnik kein Thema gewesen, dass er nicht beginnt und ich denke, hat es auch gesehen, er hat es gut gemacht. Ja, dann genau noch eine Frage. Eine Frage an dich, die Vorbereitungsphase war anders wie bei Freiberg beim GSV. Sie sind ans Limit gegangen, läuferisch, aber man hat es halt gemerkt, wir sind noch nicht bei 100%, deswegen muss man auch an Tim, deswegen muss man auch an David, auch wie gesagt, Yannick Schramm konnte die Vorbereitung noch nicht voll gestalten. Da müssen wir jetzt einfach durch, wir müssen die Zähne zusammenbeißen und wirklich ans Limit gehen und dann versuchen eben mit den Spielern, die von der Bank dann nachrücken, das immer wieder aufzufangen. Was jetzt schwierig wird, weil wir wieder keine komplette Trainingswoche haben, jetzt mit Geisling im Pokalspiel. Wir müssen das Beste draus machen und jetzt momentan eben auch sehr, sehr viel über die Mentalität zum Erfolg zu kommen. Gianni, servus. Auch noch eine Frage an dich. Ja, du hast von Freiberg als Topmannschaft gesprochen. Was traust du dem SGV denn zu in der Saison? Hat ja doch auch einen gewissen Umbruch wieder hier. Ja, den Umbruch hatten sie letztes Jahr auch. Aber ich weiß, man sieht es ja jetzt an den vier Neuzugängen. Und am Donnerstag haben sie einen von uns ja noch von der Platte geholt, was nicht ganz in Ordnung war. Insofern traue ich Freiberg dieses Jahr auch wieder zu, unter den Top 5, Top 6 Mannschaften zu agieren. Sie sind eine Gefestigte, haben natürlich mit den vier zentralen Spielern, die zwei Innenverteidiger, die Doppel 6, das sind ja schon herausragende Spieler, das muss man schon sagen. Und deswegen traue ich Freiberg auf jeden Fall wieder eine Top 6 Platzierung zu. Na, dann schauen wir uns die kommenden Aufgaben an. Für unseren SGV Freiberg geht es weiter nächsten Samstag, 3. August um 14 Uhr auswärts beim TSV Steinbach-Haiger. Und dann würde ich sagen, vielen Dank an alle. Euch eine gute Heimfahrt, alles Gute für die weitere Saison. Roland, auch dir vielen Dank. Bis zum nächsten Mal und tschüss.